Gott, ich will euch mein Kaufverhalten. Ich wollte mit euch mein Kaufverhalten besprechen und so. Ich fange auch mit den Sachen an, die ich gekauft habe, noch im April. Ich hoffe, ich habe die Sachen nicht vergessen aufzuschreiben. Weil ich muss noch, ich kann euch leider noch keinen Gesamtwert sagen, weil ich wieder mal nicht zusammengerechnet habe. Weil ich das Gefühl habe, ich habe mehr ausgegeben. Aber ich bin mir nicht sicher. Egal. Ich habe mir die Estee Lauder Mascara nachgekauft. Es war nämlich zu der Zeit in meinem Urlaub 25% Rabatt auf die Estee Lauder Mascaras. Deswegen habe ich mir eine genommen. Und das war, glaube ich, sogar noch vor meinem Urlaub, habe ich euch nur zeigen vergessen, habe ich mir noch einen zweiten Calvin Klein Duft gekauft, ich Chunky. Und im April war minus 30% auf die Victoria's Secret Düfte. Ja, sagen wir mal dazu nichts. Das Problem war auch, dass die Laufsachen reduziert waren und deswegen habe ich mir zwei Lipgloss gekauft. Eigentlich hätte ich die nicht kaufen brauchen. Vielleicht verschenke ich auch den hellen davon, ich bin mir noch nicht sicher, so sehen die aus. Aber die eine untere Farbe, die finde ich mega, deswegen wollte ich die unbedingt haben und ich wollte mir den Tester nicht nehmen. Deswegen habe ich mir die neu gekauft. Klingt vielleicht bescheuert, aber ja. Dann habe ich mir noch den Badezusatz als letzter gekauft. Das war noch ein Einzelstück, deswegen habe ich mir die noch mitgenommen. Ja, April war okay, würde ich jetzt behaupten. Ich bin mir nicht sicher, ob ich damit recht habe, weil ich war ja auch in Kleinhauxdorf im April mit einer Arbeitskollegin, da habe ich auch ein paar Sachen gekauft. Das waren so ca. 50 Euro, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, weil die Rechnungen stimmen ja nicht. Da haben die den Wert von ihnen draufstehen, nur kein Euro wert. Deswegen weiß ich es nicht genau, aber ich habe 50 Euro hingeschrieben, es können ungefähr hinkommen. Ja. Ich habe, wie gesagt, noch nichts wirklich aufgeschrieben. Auch nicht, wie es war. Ich war auf jeden Fall froh, dass ich wieder bei, also in Kleinhauxdorf war, wegen meiner Freeman-Masken. Klamotten habe ich mir ja auch gekauft, deswegen kann 50 Euro hinkommen. Es kann wirklich hinkommen. Ja, es war eigentlich eh okay in dem Monat. Ich kann mich nicht beschweren über mich. Ich war letzten Monat schlimmer, das wisst ihr noch. Ich finde, Juni, was rede ich da? Ich finde April total in Ordnung. Wirklich total in Ordnung. Es ist halt ein bisschen, okay, die zwei hätten jetzt nicht unbedingt sein müssen, aber das war reduziert, also in Aktion um 16,95, glaube ich. Und der war auch 30% günstiger. Und die waren schon um 25 Euro reduziert und da hat der Rabatt trotzdem noch geholfen. Und das ist der Victoria's Secret Duft in Fearless, deswegen wollte ich den noch unbedingt haben. Bevor es den dann nicht mehr im Sortiment gibt. Weil meine Cousine hatte nicht mehr so viel Glück. Sie wollte auch mal einen von Victoria's Secret haben. Den haben die dann auflassen und sie hat ihn nicht mehr erwischt. Und deswegen wollte ich den trotzdem unbedingt haben. Der sieht so aus. Der ist ja mega. Und der Duft ist auch mega. Der erinnert mich an irgendwas anderes, aber ich liebe den Duft. Klingt vielleicht bescheuert, aber ja. Ich habe eh keinen Platz mehr, aber ja. Ja, also im April finde ich, die zwei Sachen hätten jetzt nicht unbedingt sein müssen, die Laufsachen eigentlich auch nicht, aber das war alles in Aktion und reduziert, deswegen finde ich es noch okay. Weil auf Victoria's Secret war 30%, auf Lauf 50, der Duft war auch reduziert, also finde ich es noch okay. Nur müsste ich jetzt endlich ab jetzt, ab Mai, aufhören Düfte zu kaufen. Ich habe keinen Platz mehr, ich habe da oben schon welche stehen, weil ich einfach keinen Platz mehr habe draußen. Und ich schaffe es nicht so schnell, die Düfte aufzubrauchen, wie ich will. Aber ja, vielleicht fange ich doch anders an mit den Düften. Ich wollte zuerst die Parfums aufbrauchen, die ich unverpackt habe. Aber weil ich so viel kleine noch verpackt habe, könnte ich mit denen eigentlich anfangen. Weil dann wäre ich vielleicht schneller, aber ich muss noch mir das überlegen in Ruhe. Ich bin mir noch nicht sicher, wie ich das genau machen soll. Da bin ich noch ein bisschen unschlüssig, weil ich will ja unbedingt Düfte aufbrauchen. Aber es ist echt, echt schwer. Und noch schwerer, wenn man dauernd was nachkauft. Aber was soll's. Ja, für den habe ich ja auch keinen Platz. Den habe ich ja auch noch. Und noch einen Lancôme, also zwei noch. Und ja, hören wir auf, darüber zu reden. ja, deswegen, ich will mir keine mehr kaufen. Ich will jetzt wirklich versuchen, das durchzuziehen, dass ich mir keine mehr kaufe. Ich kriege eh welche geschenkt, auch von Schulungen. Ich darf wirklich keine mehr kaufen. Nein, nein. Und ich muss mir was überlegen, wie ich so schnell wie möglich Düfte aufbrauche. Aber da halte ich euch dann noch auf dem Laufenden. Bei der Aufbrauchaktion oder so. Mal schauen, wie ich das dann mache.
Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen, auch wenn es jetzt relativ kurz war. Ich schreibe euch wieder in die Infobox, wie viel ich ausgeben habe. Ich hoffe, dass ich die restlichen Sachen noch zusammensuche. Wenn nicht, tue ich es einfach nächsten Monat hinzuschreiben, falls ich was vergessen sollte. Das mache ich jetzt in letzter Zeit so. Ich muss wirklich härter aufschreiben. Ich vergiss das manchmal, weil ich so wenig Zeit habe. Ja, aber ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, was ihr euch im April gekauft habt, wo ihr denkt, das muss doch nicht unbedingt sein, wenn es euch so geht mit mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bye!